Anfang der 70er kam das kleine Krankenhaus von Saint-Gaudens zu zweifelhaftem Ruhm in der Tourgeschichte. Im Juli 71 wurde Louis Ocana ins Hospital eingewiesen. Der spanische Meister, Favorit der Tour, war Stunden zuvor an der Abfahrt des Col de Monte gestürzt. Es sollte eine der dramatischen Szenen der Tour in den Pyrenäen werden. An diesem 12. Juli, als die Etappe von einem Sturm verdunkelt war, wehrte sich Ocana im gelben Trikot gegen die Angriffe von Eddy Merckx am Aufstieg des Col de Monte. Aber das Schicksal schlug auf der Abfahrt zu, in einer schlammigen Kurve. Louis Ocana stürzte und mehrere Fahrer fuhren in ihn hinein. An ein ruhmhaftes Ende der Tour war für den Spanier nicht mehr zu denken, lag er doch mit Lungen- und Rückenverletzungen im Krankenhausbett. Zwei Jahre später schickten die unbarmherzigen Pyrenäen Raymond Poulidor in eine Schlucht am Portet d'Aspe. Unvergessliche Szenen vom angeschlagenen Franzosen und seinem blutigen Gesicht. Die Ironie der Geschichte, Poulidor wurde in das gleiche Krankenhaus eingeliefert wie Ocana zwei Jahre zuvor und ihm wurde das gleiche Zimmer zugewiesen. Während die Wunden von Poulidor noch behandelt wurden, stürmte Louis Ocana zum Gesamtsieg Richtung Paris.